Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Ja, das Wochenende steht kurz vor der Tür. Ich muss noch heute und morgen arbeiten, aber ich dachte mir, für alle, die vielleicht heute schon ab Mittag Wochenende haben oder ab Vormittag oder whatever, gibt es jetzt ein neues Video und ich zeige euch meine gemischten Einkäufe, Lifestyle und ja, pflegende Kosmetik, Haarkosmetik der letzten Zeit. Und wir starten auch mit dem Beauty Stuff. Ich glaube, das interessiert viele. Alle, die meine Shorts gucken, die haben das schon gesehen, was hier in dieser Alverde-Tüte ist. Und die haben auch diese Tüte schon gesehen. Aber für alle, die keine Shorts gucken oder die sagen, ich möchte es lieber ausführlich sehen. Ja, diese Tüte habe ich mir geholt. Die fand ich sehr schön. Von DM. So eine Mehrweg-Tragetasche. Mit zwei schönen Henkeln. Grüne kurze und weiße lange. Und ich habe bei DM genau 10 Euro ausgegeben. Wow, ein Riesenhaul von DM. Nein, Spaß. Aber es waren ein paar Teile im Angebot, deswegen war das so günstig. Wir fangen auch mit den Angebotsteilen an. Ich glaube, das geht raus aus dem Sortiment. Ohne Silikone und ohne Sulfate. Balea Natural Beauty nährendes Shampoo mit Bio-Walnussöl und Cranberry-Extrakt für wintergestresstes und trockenes Haar. Ah, das hatte ich noch nicht gesehen, dass das die Winterserie war. Die ist rausgegangen. Und das ist reinigt, sanft, pflegt trockenes Haar, geschmeidig, weich und sorgt für natürlichen Glanz. Genau. Und wie riecht das? Das interessiert vielleicht auch einige. Nach fast nichts. Bisschen nach Cranberry, das ist in Ordnung. So ein bisschen beerig, säuerlich. Das hat 70 Cent gekostet, genau. Und dann habe ich mir dazu noch die nährende Sprühhaarmilch für 45 Cent. Dachte ich mir, kann ich da nichts falsch machen, mitgenommen. Auch wintergestresstes trockenes Haar ohne Silikone. Nicht ausspülen, nach der Haarwäsche reinsprühen mit Antistatik-Effekt. Okay, sehr cool. Und das sind 100 Milliliter. Das Shampoo hat 300? 400 Milliliter. Wow, okay. Also diese beiden Produkte für zusammen 1,15 Euro fand ich völlig in Ordnung. Die sind so auch nicht teuer, aber das ist natürlich ein Spitzenpreis, würde ich sagen. Dann durfte mit etwas Neues, so wie ich das gesehen habe am Regal. Steht auch nicht limitiert drauf, wird aber wahrscheinlich limitiert sein, weil so süß. Ein Duschschaum. I like you very much. Duschschaum mit süßem Duft nach Blaubeeren und Blüten für jede Haut. Von Balea. Fand ich richtig niedlich. Da kann man leider nichts durchriechen. Verwöhnendes Dufterlebnis. Für streichel zartes Hautgefühl. Mit langanhaltendem Duft nach Blaubeeren und Blüten. Zarte Schaumformulierung mit pflegendem Glycerin. Sehr cool. Ein neuer Duschschaum, der musste natürlich mit. Für 1,95. So, dann habe ich hier noch ein Duschgel Cosmic Wonder. Ich meine diese Verpackung wieder von Tracklemoon. 2,95 hat das gekostet. Mit diesem Wal und dieses Rosa und wenn man sich diese Welt so anschaut, kann man doch nur staunen. Überall die großen und kleinen Wunder. Es ist die Duschcreme Himbeer-Holunderblüten mit Himbeer-Holunderblütenduft. Vegane Formel ohne Mikroplastik. Das roch so gut und die Optik ist natürlich unfassbar cute, also sehr schön. Ja, das ist angenehm süßlich, beerig. Die Blüte rieche ich nicht, oder Holunderblüten rieche ich nicht, aber
Die Himbeere rieche ich auf jeden Fall. Fand ich sehr lecker. Und noch ein Trackamoon-Produkt. Was ganz anderes. Candy-Coated Holidays. Als wären sie in Zuckerguss gehüllt, glänzt und glitzert die Welt in ihren allerschönsten Farben. Pflegedusche mit gebranntem Mandelduft. Das ist eine Weihnachtsedition mit diesen kleinen, süßen, gebrannten Mandeln drauf. Niedlich. So niedlich. Ich liebe diese Trackamoon-Duschgele, gerade diese kleineren Größen mit 375 Milliliter sind das, glaube ich, ja. Weil früher gab es ja nur diese 500 Milliliter Größen, die fand ich schrecklich. Und die kann man wenigstens mal aufbrauchen. Oh, es riecht so lecker. Lecker nach gebrannten Mandeln. Das musste ich unbedingt haben. Deshalb, ja. Dann packe ich alles mal wieder in die Tüte rein. Das war mein 10-Euro-Haul bei DM. Genau, das war das. So, Beleg auch wieder da rein. Was mache ich als nächstes? Ich habe mir online bei Lidl etwas bestellt. Tatsächlich, ja. Habe ich da schon mal Klamotten bestellt? Auch in großen Größen kann man da Klamotten bestellen. Das ist ganz cool. Die sind auch qualitativ ganz gut. Nicht super toll, aber für den Preis okay. Also die kann man dann eine bis zwei Seasons anziehen. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich bestelle einfach mal Handtücher, weil die waren im Angebot. Und zwar einmal dieses Pinke. Und das ist ein Strandlaken. Das heißt, die eine Seite ist so glatt und die andere Seite ist halt frottee. Ist von der Qualität her relativ dünn. Hat aber auch nur 5 € gekostet. Das ist so, da steht ein Mistral drauf. Das ist die Marke. Also es ist ein dünnes Strandlaken, aber ich fand die Farbe einfach toll. Und für 4,99 dachte ich mir, komm, nimmst du mit. Genau, Mistral ist die Marke. Und das ist 100% Baumwolle. Vor dem ersten Gebrauch waschen, mit ähnlichen Farben waschen. Darf man bei 60 Grad waschen, darf in den Trockner. Ja, das ist in Ordnung. Das muss noch gewaschen werden. Und dasselbe habe ich nochmal in Schwarz, weil ich gerne ein schwarzes Handtuch noch haben wollte. Die Maße sind 85 mal 1,60. Genau. Und das ist auch das Mistral-Handtuch in Schwarz mit weißem Schriftzug dann. Die Qualität sieht ähnlich aus. Ich lasse das jetzt mal noch eingepackt, weil. Ich glaube, das hebe ich mir erstmal auf und wenn das noch eingepackt ist, dann kann ich es besser aufheben. Genau, das lassen wir erstmal so. Und dann habe ich mir noch ein Handtuch bestellt, das war ein bisschen teurer beim Lidl. Das ist ein Saunatuch, glaube ich sogar. Ich meine ja. Für 96% Baumwolle und 4% Polyester. Auch 60 Grad waschbar, darf in Trockner, darf gebügelt werden. WF Götze Frottierweberei GmbH. Okay. Und das ist ein Sternzeichen-Handtuch. Ich bin ja Sternzeichen Waage. Und ich dachte mir so, oh wow, das ist voll mein Vibe. Irgendwie habe ich es ja mit Sternzeichen. Irgendwie ja und irgendwie nein. Also immer mehr, mal weniger. Aber jetzt dachte ich so, nee. Komm, das Handtuch willst du haben. Und das ist Sternzeichen Saunahandtuch 80 mal 180. Ich muss das mal hier aufmachen. Jetzt hängt das hier fest. So. So sieht das einmal aus. Und das Handtuch ist grau und hellgrau.
Und sehr schön groß, also ja, und hat dann hier unten, genau, wollen die mich verarschen? Die haben mir nicht Waage geschickt, sondern Widder. Ist das denn ernst? Ich habe Waage bestellt. Waage. Und krieg Widder. Bin ich jetzt. Ist das jetzt. Wartet mal kurz, das kann doch nicht sein. Also, das Handtuch ist trotzdem schön, ne? Aber die haben mir eiskalt Widder geschickt. Anstatt Waage. Das muss im Werk passiert sein. 21.03. bis 20.04. Idealistisch, mutig, impulsiv, selbstbewusst, zielstrebig. Schön. Widder. Ich bin aber Waage. Okay. 0 von 10. Ich würde es nicht weiterempfehlen. Ja, ich habe jetzt ein schönes Widder-Sauna-Handtuch. Und da ich den Tag abgemacht habe, kann ich es auch nicht mehr zurückgeben. Egal, dann habe ich jetzt ein schönes Widder-Saunatuch. Und ich kenne niemanden, der Widder ist. Und ist mir jetzt auch egal, denn die Qualität ist schön. Es ist ein schönes, dickes Handtuch. Von beiden Seiten frottig. Schönes Motiv. Trotzdem schönes Motiv, auch wenn es Widder ist anstatt Waage. Egal. Davon lasse ich mich jetzt nicht irritieren und runterziehen. Das ist ein schönes Handtuch. Das werde ich auf jeden Fall. Stinkt auch nicht. Riecht ganz normal nach Handtuch. Ja, ich werde es waschen und dann benutzen und mich meines schönen Widderhandtuchs freuen. Und mal gucken, wem das zuerst auffällt, dass auf meinem Handtuch Widder steht. Und warum? Weil ich bin ja kein Widder. Egal. Wird wahrscheinlich niemals jemanden auffallen, der dieses Video nicht gesehen hat. Und dann kommen wir zum letzten Teil meines kleinen gemischten Hauls hier von Dedolis. Das wurde mir auf Instagram vorgeschlagen. Das ist ein Online-Shop. Und ich hatte Pech und die Adresse war falsch. Also ich habe sie richtig angegeben und sie wurde aber falsch quasi umgewandelt auf das Label. Also da wurde eine Zahl vergessen bei meiner Hausnummer. Und dann kam das Päckchen nicht an. Und dann habe ich denen geschrieben und die haben ganz nett und schnell geantwortet und gesagt, ist kein Problem. Wollen Sie das Geld zurückhaben oder sollen wir das Päckchen nochmal losschicken? Auf deren Kosten. Und dann habe ich gesagt, schickt es nochmal los. Und ja, dann habe ich meine Sachen doch noch bekommen. Und das war sehr nett. Dass sie so schnell geantwortet haben und auf deren Kosten es nochmal losgeschickt haben, fand ich gut. Also sehr gute Erfahrung mit dem Kundendienst. Und da habe ich mir Sweet Cherries Slides, diese Badeschlappen hier bestellt, mit Kirschmuster, in Größe 45. Ich habe ja Größe 44, 45, also eigentlich 44, aber in Badelatschen habe ich immer gerne ein bisschen größer. Und genau, deswegen habe ich hier eine Größe 45 gewählt. Das sind meine neuen Kirschbadeschlappen fürs Schwimmbad. Die Tüte gab es übrigens gratis, die fand ich auch sehr süß. Dann habe ich mir natürlich, wie könnte es anders sein, einen Büdel, einen kleinen Einkaufsbüdel bestellt in einem kleinen Säckchen. Und da sind einfach Eistüten drauf und er ist lila. Der musste einfach mit. Den fand ich so schön.
Der musste einfach mit. So ein kleiner Einkaufsbüdel. Davon habe ich schon 10.000 Stück. Aber 10.001 ist auch eine schöne Zahl. Und den kann man hier so wieder reinknüllen in sein kleines Säckchen. Und ja, falls ihr noch Saunatücher braucht, jetzt aktuell, diese Woche, gibt es Saunatücher bei Aldi. Hat meine Kollegin sich geholt. Für 10 Euro. Ein großes Handtuch für 10 Euro. Fand ich ganz geil. Werde ich gleich auch nochmal gucken gehen. Und dann haben wir hier noch einmal Hauspushen Avocado Love. Auch in Größe 45. 44, 45. Die sind schön plüschig. Hier haben sie so ein schönes Plüschfußbett. Und hier auch schön plüschig. Ja, finde ich richtig cool. Die, ihr könnt ja mal auf der Website vorbeigucken. Habe ich alles selber bezahlt, nicht gesponsert. Die haben auch immer Aktionen, Rabattaktionen. Ich habe auch ein bisschen was gespart. Und ja, die haben halt so süße Muster. Und ja, wenn die Qualität mich überzeugt nach dem Tragetest, dann werde ich mir da vielleicht auch noch mal was bestellen. Weil die echt süße Muster haben und süße ja, Prinzmotive, echt cool. Also manchmal überzeugen mich diese Instagram-Shops dann doch. Ja, und das war mein gemischter Haul mit Mega-Fail quasi. Das nervt mich doch ein bisschen mit dem Handtuch, aber egal. Es ist schön flauschig, es ist schön groß, aber ich hätte es halt gerne in Waage gehabt, ne? Aber jetzt, wo ich das Label abgemacht habe, kann ich es nicht mehr zurück. Egal. Rege ich mich nicht drüber auf. Ist jetzt gegessen, der Keks. Ja. Ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Oder ein kostenloses Abo. Oder und ein kostenloses Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ihr das Glöckchen anmacht. Wenn ich Videos hochlade, wenn ich live gehe und so weiter und so fort. Ansonsten könnt ihr mich auch gerne auf Instagram verfolgen. Da heiße ich auch Mrs. Muffin Makeup und ich sage tschüss und wünsche euch ein baldiges, hoffentlich schönes Wochenende und bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Mua. Tschüss.